Wir eröffnen hier heute unsere Bonbon-Manufaktur in der alten Wassermühle von Lohburg. Und ja, da haben wir eine ganze Weile drauf hingearbeitet. Die alte Wassermühle in Lohburg ist seit dem 6. August gleichzeitig die neue Bonbon-Manufaktur des Erlebnisanbieters Karls. Zur Eröffnung begrüßte Karls-Inhaber Robert Dahl die Gäste und beschrieb das Besondere der neuen Bonbon-Manufaktur. Das ist eine Schaumanufaktur, in der man zuschauen kann, wie wir Bonbons herstellen. Also im Karls-Universum gibt es schon ein paar Bonbon-Manufakturen. Das ist die beliebteste von allen Manufakturen zwischen Kaffeerösterei und anderen Dingen. Man kann riechen, wie es dann riecht, wenn Bonbons hergestellt werden. Man kann die Bonbons kaufen, natürlich auch probieren, Fragen stellen und so weiter. Täglich zwischen 9 und 18 Uhr können Besucher das Handwerk echter Zuckerbäcker erleben. Ohne Maschinen stellen sie aus Zucker, Glukose, Wasser und Aromen die Grundmasse her. In Handarbeit rollen die beiden Bonbonmacher die Zuckerstange und hacken diese klein. Bis zu 5000 Gläser sollen zukünftig in der Bonbonmanufaktur wöchentlich hergestellt werden. Der Verkauf erfolgt direkt vor Ort und ist ein weiterer Grund, Lohburg zu besuchen. Es gibt ja hier gegenüber das Rittergut von Barbie, was wir hier vor ein paar Jahren eröffnet haben. 2018 war das, glaube ich, genau. Und das Barbie-Café. Und wir wollen natürlich Stück für Stück Lohburg attraktiver noch machen. Es gibt hier nebenan die Brennereimanufaktur von Familie Kullmann. Und jetzt ist die Bonbon-Manufaktur ein weiterer Baustein ebenso in diesem Gesamtkunstwerk Lohburg.